Wie weit sind wir noch von Berla entfernt? Eigentlich nicht mehr so weit, oder? Dann könnten wir den eigentlich mitnehmen. Was machen wir denn mit dem in Berla? Das ist doch genau das gleiche Ja, Problem. da kommt er auch auf den Bohrenanger und den Bohrenanger, den wollte Abel mir dann ja heimlich sozusagen umgestalten, dass er keine Dämonen erhoben werden können im Namen des Bohrens. Das war seine Idee. Könnten ihn nacheinander verbrennen, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, einen Scheiterhaufen aufzubauen. Ich fürchte auch. Außerdem ist er doch jetzt schon gesegnet. Jetzt können wir ihn eh nicht mehr ausgraben. Und immerhin ist deine Seele zu Boron gegangen. Ich fürchte, mehr werden wir für ihn nicht tun können. Wenn wir seinen Körper noch einmal den Toten schicken müssen, dann ist das nun mal so. Ich habe, wie gesagt, diesen Brief jetzt geöffnet und ziehe mit spitzen Fingern diesen, naja, wahrscheinlich etwas zermatschten Brief aus dem Umschlag. Holdik Saira. Allerorten kündigen die Herolde vom Bunde den Herzogin Walpurga und Herzog Bernfried auf dem Sichelstieg schlossen. So sind denn nun Weiden und Tobrien in einer Heirat verschmolzen, ohne jedoch das Erbe zu vereinen. Mag das verstehen, wer will? In meiner Familie jedenfalls schüttelt man nur die Köpfe. Ich bin froh, dass ich Dapazier bin. Diese Leute aus dem Norden sind nichts für unser Eins, von denen aus dem Osten ganz zu schweigen. Da stimmst du mir doch zu. Ja, um Travias Willen muss einem das harte Schicksal der Tobrier das Herz rühren. Aber sollen sie uns denn ewig auf dem Säckel liegen? Waren denn nicht wir es, die an der Trollpforte so tapfer kämpften, dass wir der finsteren Flut Einhalt geboten? Es wird doch nicht zu viel verlangt sein, dass die Tobrier nun selbst zum Schwert greifen, um sich die Heimat zurückzuholen, wegen derer sie ständig in Tränen schwimmen. Ich kann nur hoffen, dass man sich nicht im Zuge dieser Hochzeit zwischen der Weidenerin und dem Tobrier zu Sentimentalitäten hinreißen lässt. Sollen diese beiden Herzogtümer doch die Kriege führen, die sie für richtig halten. Dapazien hat seinen Teil getan und mehr als das. Das ist meine Meinung. Du merkst, das Thema treibt mich um, es regt mich auf. Es wird Zeit, dass wir uns wieder treffen, damit du mich auf andere Gedanken bringst. Zendor von Binsböckel, Baronet. Das habt ihr alle gehört. Das war höchstwahrscheinlich ein Zauberspruch, der sich ausgelöst hat. Die Nachricht ist weg. Warum konnte der Brief jetzt sprechen? Magie. Was denn sonst? Sagtet ihr nicht, dort wirkt keine Magie auf dem Brief? Ja, konnte ich keine erkennen. Vielleicht wurde sie verschleiert oder so. Das geht das ja. Ist im Bereich der Möglichkeiten. War auch kein besonders starker Odem, muss ich sagen. Aber warum verplempert irgendein Baronet etwas, das doch sicherlich ein teurer Dienst gewesen sein muss, auf einen Geliebte. Klatschbrief? Geliebte, Geliebte. Geliebte oder Geliebter? Vielleicht kann der Adressat nicht lesen. Entweder ist der Mann sehr reich, dass er sich so etwas einfach so leisten kann, oder hier steckt mehr hinter, als wir erst gehört haben. Ist da Schrift drauf, auf dem Brief zu lesen, oder ist er komplett leer? Nur eine Unterschrift. Nun, ich vermute mal, es ist eine Einmalpost. Vielleicht Dazu damit man ihn bestimmt, nicht. dass nur eine Person diesen Brief lesen kann, und nun ja, ist zwar nicht für unsere Ohren bestimmt. Damit er hinterher nicht erpressbar ist, vielleicht. Genau dies. Nun, jetzt ist es sowieso zu spät. Answin, war euch dieser Name bekannt? Ist das eines der Kinder von... Ja, korrekt. Xaira. Was sagte er? Bregelsaum? Binsböckel? Binsböckel. Wahrscheinlich eine Liebschaft zwischen den beiden, so wie es sich angehört hat. Also der eine Baronssohn aus Binsböckel und die andere Baronett Xaira, die dann in Berla gewohnt hat. Oh, ob ihn das jetzt erpressbar macht. Die Nachricht ist verwerflich, möchte ich meinen, und mag einigen politischen Ärger geben, aber ich glaube eher, dass hier jemand angeben wollte. Ich meine, es klang auch nicht, als wäre da irgendeine tiefere Botschaft hinter verschlüsselt. Zumindest habe ich in den aventurischen Boten gelesen, dass es so etwas wie eine
Hochzeit gab, auch wenn, ja, das mag stimmen, dabei keine Erbschaftsstreitigkeiten gegeben sollte. Es geht einfach darum, dass man Weiden und Tobrien schützt. Ja, ist ja auch richtig so. Ich frage mich, ob er wirklich in der Schlacht gekämpft hat, über die er so redet, dass sie so stark vertreten wurden. Vielleicht hat ihn das mitgenommen und deswegen redet er so darüber. Ja, zumindest sagt es viel über die Meinung des Volkes darüber aus, wie sie denn ihre eigenen Probleme versuchen anzugehen. Wobei ich denke, dass ein Krieg, das ist ein Krieg, den wir uns nicht ausgesucht haben. Es geht hier nicht um Ländereien oder um Gold, sondern einfach darum, dass wir überleben. Und ein, weiß ich nicht, Krieg vom Horasreich gegen Alanfa oder so etwas, das ist etwas vollkommen anderes. Oder vom Horasreich gegen Torval, von den Horasiern gegen Almada, was auch immer. Die Horasier, die gerne Krieg führen. Nein, ein Krieg gegen die Schwarzen Lande ist etwas, was man sich nicht aussucht, und das ist vielleicht noch nicht in jedes Ohr gedrungen. Und auch, dass die Tobrier versucht haben, ihre Heimat zu verteidigen und dabei mehrfach gescheitert sind. So aber redet auch nur jemand, der keine Ahnung hat. Wir haben auch hier in Dapatien viele Tobrier, nicht nur in Gareth. Sie sitzen überall rund um die Reichsstraßen, als sie geflohen sind, auch wenn wir etwas weiter nach Südosten gehen, in zwei Mühlen, auch dort haben wir viele tobrische Flüchtlinge. Sagt mir etwas aus über den Willen der dapatischen Adeligen, für Tobrien zu streiten, nicht wahr? Ihren Unwillen könnte man... Ich glaube nicht, dass das über alle was sagt, sondern nur über diesen einen jungen Mann oder älteren, also über diesen einen Mann. Nun ja, wenn man diesen einen Mann als Maßstab für den restlichen Adel in Dapatien nimmt. Nehmen wir aber nicht. Ja, wenn ihr mich als Maßstab nehmt für die mittelreichischen Adeligen, dann habt ihr aber auch ein komisches Bild, denke ich, was auch nicht gerechtfertigt ist. Wenn man euch allerdings als Maßstab für die Grundschirmer nimmt. Ich denke, dass uns Rassismus an dieser Stelle nicht weiterbringt. Wir sollten darüber hinwegsehen und auch nicht nur die Rasse, sondern auch die Kultur berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass der Baron selber in der Schlacht an der Trollpforte stand, sondern dies eher Dinge sind, die man so sagt. Ihr versteht? Und dass das der einfache, ungebildete Pöbel ist, der so spricht, wenn er es nicht ganz versteht. Auch wenn er kein Pöbel ist, sondern Baron, aber da wir... Dann spricht er vielleicht zu dem etwas einfacheren Pöbel. Nein, so, Xaira ist eine Baronette. Oh. Nein, das sind wie gesagt Dinge, die man so sagt. Aber das bringt uns doch jetzt weder weiter, noch hält es uns auf. Richtig. Lass den Mann doch reden, was er möchte. Oh, das heißt, wenn wir nach Berlak kommen? Nee. Wo war nochmal das Haus von denen? Nördlich von Berlak, korrekt. Ja, dann sollten wir das auf jeden Fall, vielleicht im Privaten dieser Person absprechen, dass dieser Brief nicht ankommen wird, weil der Bote tot ist. Ich würde sagen, wir verschweigen das mit dem Brief erstmal. Der Mann will vermutlich nicht wissen, dass wir davon wissen. Wenn der vorher uns schon zustimmt, gut. Sonst? Wenn der uns nicht zustimmt, können wir uns vielleicht damit den Sohn zunutze machen. Denke ich auch. Eure Gedankengänge fangen an, mir zu gefallen. Ich wusste doch, Erpressung gefällt euch. Ich würde es nicht Erpressung nennen. Was ist das, Diplomatie? Ja. Ah, wir benutzen jetzt feine Wörter, Ömer. Ja, ich habe ja auch schon gelernt, dass wir keine Räuber sind, wenn du uns Dinge nimmst. Richtig. Die gehören uns ja eigentlich. So der Prios es will. Und die anderen bewahren die nur für uns auf. Das ist ja, aber ich denke, wir sind hier jetzt fertig. Und Prios will es, ich denke auch. Ja. Dann drücken wir ins Ferngehen wahrscheinlich, oder? Der Bolt ist begraben, die Botschaft ist gelesen, die Runen sind vernichtet, es gibt nichts mehr zu tun. Also gut, dann ziehen wir weiter nach Berla und Burg Leffenstein, ja?
So sieht es aus. Ja, weiter geht es durch den Regen, der euch zum Halse heraushängt, denn auch die letzten paar Tage habt ihr viel im Regen gestanden, seid gereist. Das Wasser ist natürlich kalt und immer hustet das ein oder andere Mal weiterer Rotz, der ihm aus der Nase läuft und euch alle sehr anwidert. Aber ihr könnt ihm nicht wirklich helfen, wisst doch nicht, was zu tun ist. Vielleicht ein einfacher Schnupfen. Burg Liffenstein, Baronie Königs Weber, nomineller Baronsitz, in den dunklen Zeiten errichtet und wiederholt umgebaut. Liffenstein ist eine kleine, trutzige Burg, mit einem Graben gesichert und verfügt über 15, vielleicht 20 Bewaffnete, die dort umherstehen, und ihr könnt davor dann selbstverständlich auch Berla erkennen. Berla mit 650 Einwohnern, die dann auch hier an einem kleinen Schild ausgewiesen sind. Ein Wegweiser weist euch dann auch den Weg zum Fex-Tempel, ein Fex-Tempel der Händler, also kein versteckter, kein geheimer. Das macht hier in einem kleineren Ort auch keinen Sinn, dass man so etwas versteckt. Die Stadtmauer aus Holz wird noch aufgebaut, und das wohl schon seit längerer Zeit. Es ist also nicht so, dass man sich jetzt hier wappnet oder so etwas, sondern die wird wohl nicht wirklich viel Geld, was dann in Handwerker gesteckt wird, aber man hämmert zumindest auch jetzt hier im Regen etwas drauf rum. Möchtet ihr zunächst nach Berla oder möchtet ihr nach Norden, nach Liffenstein? Ich würde zwar nach Norden. Ich denke direkt Liffenstein, ja. Ja, außer es gibt irgendwie einen Pereine-Schrein oder so in Berla, da könnten wir den Ömer hinschicken. Was? Warum? Ich hab... Warum? Du rotzt dir in den Ärmel. Gleich aus. Ich mach das nicht mehr in den Ärmel, ich hab das Taschentuch mittlerweile entdeckt. Ihr habt nur ein Taschentuch, richtig? Ja, aber wenn wir an den Fluss vorbeikommen, was ist das aus? Benutzt das nimmer. Genau, Ömer ist ein hoher Herr. Also wirklich. Dann benimmt euch auch so. Ja, was krieg ich denn dafür, dass ich Husten hab? Nun ja, wenn ihr krank werdet, haltet ihr uns auf. Oder ein Husten ist doch noch keine Krankheit. Das sehe ich genauso. Weder sein Bein fällt ab, noch spuckt er Blut. Das ist alles gut. Ihr solltet trotzdem ein paar reine Geweihten über... Nun ja, euer Leiden hinwegschauen lassen. Also wenn jeder mit einem Husten zum Reinegeweihten rennt, dann weiß der aber die nächsten 2 Jahre nicht mehr, was er tun soll. Also wenn das schlimmer wird, kann ich da hingehen. Aber jetzt denke ich, dass es noch alles nicht schlimm ist. Oder rennt ihr wegen jeden Kratzer im Hals zu einem Geweihten, Reinegeweihten? Ihr klingt wie mein alter Großvater, der mal einen Orkspeer in die Lunge bekommen hat. Aber so fühle ich mich doch nicht wie ein Orkspeer in der Lunge. Wobei ich gar nicht weiß, was ein Orkspeer ist, außer dass es ein Speer ist. Ein Speer von einem Ork. Das denkt... Egal. Ja, wenn ihr dann in Richtung Norden reist, könnt ihr an der Burg von den Wachen natürlich erst einmal in... werdet ihr einmal kurz aufgehalten, könnt nach dem Woher und Wohin fragen und werdet darauf hingewiesen, dass ihr sehr gerne eure Pferde abstellen dürft, und die Gaugrafen dürfen dann natürlich eintreten. Die Söldner werden gebeten, draußen zu warten. Ömer wird sozusagen sich um die Pferde kümmern. Er hat sich dazu entschlossen, Rafim, ich kümmere mich um die Pferde. Ich habe da keine Lust mit diesen hohen Herrschaften, ich komme damit nicht so klar. Ja, pass du mal auf die Pferde auf. Ich guck, dass die uns nicht aufs Maul hauen. Und wenn, mach die Pferde schnell bereit. Vielleicht müssen wir hier schnell abhauen. Okay. Man kann dem Mittelreicher nicht trauen. Und du mit immer lieber um die Pferde kümmern und vielleicht eher wie ein Stallbursche wirken, wenn man nicht vorher gesehen hat, dass er auf dem Pferd gesaß. Okay. Ja, so könnt ihr dann eintreten. Werdet dann von einem Hausboten, von einem Diener, werdet ihr dann durch ein paar Räume geführt.
und dann in an eine Tafel geführt, wo normalerweise wohl gegessen wird. Ja, ein großer Kamin, der hier prickelnd wärmt. Es gibt ein paar Felle von Tieren, die dann dafür sorgen, dass dann aus dieser Burg die Kälte rausgehalten wird, was nicht wirklich gelingt. Auch draußen könnt ihr weiterhin den nassen Regen hören, wie er dann auf den Stein plitscht und platscht und dann auch in Rinnen gesammelt umherfließt um euch herum. Ja, bis dann mehrere Menschen nach und nach eintreten. Und zwar Gerion von Bregelsaum, der Herrscher, der Baron, gemeinsam mit seiner Frau Kriagunde, die dann ebenso mit Namen von dem Diener angekündigt wird, während sie dann durch das Portal treten. Und hintendran marschieren dann wohl die Kinder, zumindest könnte man das aufgrund der Gesichter zuordnen, weil sie eben auch jünger sind. Xaira, die ebenso angekündigt wird, und ihre Brüder Priodan und, ich muss gerade gucken, Lechdan. Priodan, Lechdan und Xaira. 5 Stück, die jetzt hier nach und nach in diese Halle kommen. Und die Kinder sehen, na, was heißt Kinder, sie sind so um die 18, vielleicht 20 Jahre alt, sehen zumindest sehr neugierig aus, während Gerion sehr fromm wirkt von der ersten Sekunde und seine Frau Kriagunde kriegerisch. Die Götter zum Gruße. Es ist lange her, dass wir Gaugrafen in meiner Baronie gesehen haben. Seid willkommen. Ihr wurdet mir viel zu spät angekündigt. Möchtet ihr etwas essen? Möchtet ihr etwas trinken? Ich kann etwas bereiten lassen. Setzt euch, setzt euch. Nun, Travia zum Dank. Wir wollen es wohl nicht ausschlagen. Also gut, dann Aldrich, lass doch ein Schweinebraten machen. Schür die Feuer und besorge uns ein paar gute Flaschen Wein. Ja, der Diener geht dann auch ab und die Kinder mustern euch weiter neugierig, bleiben dann erstmal in der Ecke stehen und unterhalten sich, während ihr euch dann zu Gerion und Kriagunde an die Tafel setzen könnt. Also, wie gesagt, Gaugrafen, was verschlägt euch denn hierher, meine Herren Barone? Euer Hochgeboren, Ihre kaiserliche Majestät sendet uns leider mit bitterer Kunde zu euch. Der schwarze Drache regt im Osten wieder einmal sein hässliches Haupt und schickt sich an, ein für alle Mal die Entscheidungsschlacht, um den Osten und das Reich zu führen. Und die Reichsbehüterin gedenkt, ihm in Werheim zu antworten. In Werheim, ich verstehe, dann liegen wir dazwischen. Das ist richtig. Wir wurden mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, dafür zu sorgen, dass jeder, der entlang der Reichsstraße in Gefahr wäre, früh genug evakuiert wird und sich hinter den stählernen Mauern von Werheim mit Sicherheit bringt. Also gut. Ich werde selbstverständlich auch mein eigenes Schwert in der Schlacht führen, wenn dies gewünscht ist. Werdet denn ein paar Mann noch gebraucht? Soll ich ein paar Söldner herbeirufen oder Soldaten? Ich habe nicht viel, aber ich kann sie sicherlich zu den Waffen rufen, wenn es nötig ist. Ihre kaiserliche Majestät wird sicherlich für jede Klinge dankbar sein, die ihrem Ruf antwortet. Was erwartet ihr jetzt noch von mir? Etwas Besonderes? Nun, ihr kennt eure Baronie sicherlich besser als jeder andere. Und daher wäre es von übergroßem Nutzen, sowohl für unsere Sache, als natürlich auch für das Wohl eurer Untertanen, wenn ihr selbst eure Mann dazu fahren lassen könntet, die Ortschaften zusammenzutrommeln und gegen Werheim zu senden. Genießt sicherlich ein größeres Vertrauen als frisch eingesetzte Gaugrafen. Ja, das ist ein sehr weiser Entschluss, das kann ich natürlich tun. Für den Randalsforst bräuchte ich natürlich noch ein paar mehr. Der ist sehr finster. Aber ich werde ein paar Boten ausschicken. Die ganze Baronie soll evakuiert werden. Mit allergrößtem Vorrang die Ortschaften entlang der Reichsstraße. Aber je mehr ihr aus dem Weg und aus dem Griff des Drachen entfernen könnt, desto besser.
Gut, dann, es gibt eine kleine Furt, die südlich von Randosshall liegt. Ich könnte eventuell die dann in Richtung Süden evakuieren lassen. Da werde ich natürlich nochmal mit den hohen Herren vom Ochsenmarkt sprechen, beziehungsweise der gute Raben und Bergard war es, ja. Ja, aber das soll euch, glaube ich, nicht kümmern. Ich werde so natürlich die Götter vermögen, meine Männer euch zur Verfügung stellen und die Evakuierung samt der Reichsstraße in die Wege leiten und dann auf direktem Wege nach Wehrheim schicken. Das kann ich tun, das ist meine Aufgabe. Wenn die Reichsregentin ein Gaugraf zu mir sendet, dann werde ich ihr Folge leisten. Die Götter werden euch dafür sicherlich segnen. Ja, ich hoffe doch. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Verzeiht, ich muss noch etwas Zeit überbrücken, bis der Schweinebraten bereitet ist. Aber der Wein sollte doch sicherlich gleich kommen. Ich habe leider keine Musiker oder so etwas hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mit Gaugrafen reden soll. Und es gibt keinen Grund, zu förmlich zu sein. Und ich fürchte, wir werden nicht allzu lange bleiben können. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Dennoch können wir gerne über die Einzelheiten reden und euch ein wenig helfen bei der Planung, wie ihr am besten eure Leute, eure Untertanen alle in Sicherheit bringen könnt. Ja, ich vermute, ihr werdet dann noch die Reichsstraße weiter in Richtung der Trollpforte ziehen. Was ist denn mit denjenigen, die aus Galles kommen oder aus Talf, aus Wittmannhus? Die kommen dann ja sicherlich auch hier vorbei, oder? Das ist wahr. Sie werden wohl nun in die verlassenen Häuser der Stadt Bälder einziehen müssen fürs Erste, um dort Quartier zu nehmen für einen Tag oder zwei, bevor sie weiterziehen Richtung Wehrheim. Oh ja, das verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Das heißt, die Häuser in Berla, ich kann natürlich nur die anbieten, die dann, ich glaube, wenn ganz Galles evakuiert wird, dann wird Berla keinen Platz dafür haben, aber Leute aus Talf oder aus Avesheim kann ich natürlich aufnehmen. Aber ich werde ein paar Büttel dann zurücklassen, oder wie stellt ihr euch das vor? Das wäre eine hervorragende Idee. Um diese ganze Sache zu etwas besser zu planen und zu organisieren. Wir werden ebenfalls natürlich die Herrschaften in Talf, in Galles und so weiter anhalten, einige ihrer eigenen Leute zur Wahrung der Travia-gefälligen Ordnung abzustellen. Sie werden selbstverständlich auch begleiten. Eigene Büttel haben. Ja, gut, dann werde ich eine Grundmannschaft zurück an Berla lassen und dann für Ordnung sorgen lassen. Dann werde ich erst einmal hier bleiben und schicke dann Kriagunde und die Kinder schon mal nach Wehrheim, sodass sie sicher sind. Gut. Ja, da kommt der Wein. Währenddessen unten im Stall bei Ömer und Rafim. Was möchtet ihr genaues tun? Ja, jetzt wo die Pferde abgestellt haben, ja, die Diener kümmern sich darum. Lass mal gucken, dass wir was zu essen, was zu trinken organisieren, Rafim. Wir sind ja schließlich jetzt hier, naja, wir sind zwar Gaugrafen, aber ich habe keinen Bock, das jetzt großartig anzukündigen. Ich bin eher so ein Ehrenritter und ich will jetzt ganz gerne auch was zu essen. Genau, wir sind ja eher so der Ehrenhalber hier unterwegs. Wir müssen aber echt mal aufpassen, diese Mittelreicher, die scheinen mir echt alle ganz seltsam. Ich glaube, das Ganze hier wird ein ganz, ganz unangenehmes Intrigenspiel werden. Ich habe das so im Gefühl. Das wird so richtig, keiner zieht die Klinge, bis du am Ende vergiftet bist oder die Dolch im Rücken hast, das Spiel. Ich hasse das. Ich glaube auch. Wir müssen uns unbedingt mit diesem komischen Rabenmund gut stellen. Der Typ, den ich in Garrett getroffen habe, der ist mir schon der Schauer eiskalt den Rücken runtergelaufen und der war nur der Vater von dem Sohn von dem Vater. Ach, keine Ahnung. Irgend so ein Answin. Ja. Ich glaube, die sind ein ganz mieser Haufen, wenn die das wollen.
Genau, wenn die das wollen. Deswegen sage ich, ich glaube, wir werden hier vielleicht auf richtig viele Probleme stoßen. Wir werden uns ja zusammenhalten und gucken, dass man draus ist und für uns zusammenhalten. Wir müssen auch gucken, dass wir die Pferde bereithalten. Wenn nötig, müssen wir halt in Richtung Süden abhauen. Du meinst, wenn mal bei so einem Gespräch alles so richtig schief läuft? Ja, bis Kunichon können wir uns bestimmt zu zweit durchschlagen. So schief dachte ich jetzt nicht nach Süden, aber okay. Ömer, du weißt, wenn das hier alles richtig nach Süden geht, dann musst du bereit sein. Ich bin auch bereit, mir mal alle anfahren zu schauen. Sehr gut. Lass uns mal gucken, wo wir was zu essen aufgetrieben bekommen im Schloss. Ja, leg immer einen zweiten Säckel bereit. Immer einen zweiten Säckel. Der Reisesäckel. Wenn du dann nochmal weg musst, dann musst du immer da sein. Gute Idee. Ja, so könnt ihr euch dann im Schloss ein bisschen herumfragen als Diener der hohen Herren und werdet dann in die Gesindeküche geführt, wo ihr dann eine dicke Köchin findet, die vor einem riesigen Kessel steht und wird wohl auch ein großer Schweinebraten zwar gerade gebraten und gedreht. Das Wasser läuft euch im Munde zusammen, aber dieses Essen ist wohl nicht für euch. Ja, das ist wie die ganz hohen Herren und das ist ganz normal. Aber vielleicht kriegt man ja irgendwas anderes, was nicht ganz so lange auch dauert. Also ein bisschen Brei und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwo ein bisschen Fleisch oder, naja, wenn dann zumindest Borntoffeln, wer weiß. Ja, genau. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, an diese Steinküche setzen, so ein großer, uriger Tisch. Ein paar einfache Bestecksachen, die dann da rumliegen und könnt euch dann unterhalten. Natürlich ein paar Pferdeburschen, die hier rumstehen. Noch ein paar einfache, Weibel, irgendjemand aus der Stadt, aus Berla, der dann da sich gerade unterhält und die neuesten Gerüchte aus der Taverne dann austatscht. Wenn man sich da eben so miteinander in Verbindung bleibt, die neuesten Gerüchte, die es wohl gibt. Ich möchte gerne der Rabenmund, der ist hier doch ganz bekannt. Was gibt's denn über den zu wissen? Rabenmund, ja, also Tapazien ist Rabenmundland, oder, aber das dürft ihr hier wohl nicht zu laut sagen, gerade weil, das sind hier ja Bregelsaums und dann gibt es ja auch noch die, neben den Bregelsaums, wie heißen die denn? Meersings, ja, genau, die Meersings, die sitzen aber an der Mauer, also da wo es dann bergig wird. Hier haben wir nur Hügel und Wald und wenn du dann weiter nach Osten oder nach Westen, ich weiß es nicht, ich kann das nicht auseinanderhalten, zumindest wenn du dann rüber nach Ramholz fährst, ich hab da drüben einen Cousin und der sagt, da drüben sitzen dann die Meersings und überall anders hast du dann die Rabenmunds und ein bisschen Bregelsaum. Also die Rabenmunds sind ganz wichtig. Ja genau, also das ganze Fürstentum gehört den Rabenmunds und dann ganz viele Baronien und die werden alle untereinander, werden die dann verschachert. Aha, und was erzählt man sich so über diesen Rabenmund-Herrscher? Ist der ein vernünftiger Mann oder hohe Steuern? Was gibt's über den zu sagen? Hey, die Abgaben sind gering, also jetzt in letzter Zeit hat er wohl ein bisschen mehr gepresst, aber das ist alles, ich glaube, 2 oder 3 Zehntel, also... Das geht ja noch. Ich wollte gerade sagen, das sind gute Abgaben, ne? Also, die Bauern sind, glaube ich, zufrieden. Oh. Naja, ich habe nur von dieser großen Burg da gehört, Burg Rabenmund. Ist sie denn so beeindruckend, wie man hört? Soll ja, ein riesiges, also, unannehmbar. Riesiges Ding sein. Unannehmbar, habe ich gehört. Ich war jetzt auch noch nicht da, aber der Bruder von einem Freund, der war auch schon mal da, und nur vor kurzem, und hat da dann ein paar Säcke oder sowas abgegeben und... Ja, also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann die Rabenmunds sagen immer, die Familie ist total wichtig, aber eigentlich sind sie total verstritten. Ach so, in der Familie auch noch. Ja, das hört man ja öfter bei den hohen Herren. Ja, bei uns also gibt's das natürlich nicht. Ich hab gehört, die haben irgendwie ganz viel Streit miteinander, aber ständig sagen sie, dass die Familie und das Blut das Wichtigste ist. Total bescheuert. Ja, das stimmt natürlich. Also muss man aufpassen, in welchem Rabenmund man redet. Nicht, dass man den falschen Rabenmund redet und der andere Rabenmund dann sauer ist, oder wie? Ja, genau. Also wenn ihr dann irgendwie rüber nach Romelis geht, da sitzt dann die Fürstin, habe ich gehört. Und wenn ihr hier im Norden seid, dann ist da der Answind, der Rabenmund. Was denn für eine Fürstin? Boah, das ist so eine Fürstin. Also der gehört der Apatien. Ich dachte... Ich glaube, das war früher mal ein König. Rabenmunds gehört Apatien. Ja, also das ist ja eine Rabenmund. Ich glaube, das war früher mal ein Königreich und jetzt ist das nur noch ein Fürstentum. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das war. Aber da haben die bestimmt einen Krieg verloren. Das kann sein. Naja. Aber die Wurst ist gut, Hier aus dem Dorf oder wo kommt die her? Du sollst die Wurst nicht essen. Aha, Entschuldigung.
Die Wurst ist für die... Oh. Nein, das ist gute Wurst, die sollen wir morgen mitgeben. Wohin denn? Immer steht da vor dem Braten. Oh, das sieht schon echt lecker aus. Die Köchin schubst dich weg, ist also ein richtiges Mannsweib, dass du dann so halb durch den Raum fliegst. Geh weg mit deinem Husten. Entschuldigung.